Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Mount, das wir über ein Meta-Achievement bekommen. Und es schimpft sich Obsidian Krolusk und dieses bekommen wir für das Meta-Achievement Ruhm des kriegsgezeichneten Helden. Und für dieses müssen wir alle unten aufgezählten Dungeon-Erfolge in mythischen Battle for Azeroth Dungeons absolvieren. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, in dieses Video nicht die ganzen Instanz-Guides reinzupacken, sondern ich habe zu jedem dieser Achievements, weil es doch relativ viele sind, ein eigenes Video gebastelt und ich werde euch oben im i bzw. unten in der Infobox einmal die Playlist reinpacken und dann könnt ihr euch die raussuchen, die ihr braucht. Ich werde euch jetzt allgemein ein bisschen was erzählen, wo ihr vielleicht mit der Gruppenzusammenstellung Vorteile habt, wenn ihr das beachtet. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den Krolusk noch ein bisschen an. Davon gibt es ja noch ein anderes Mount, das wir über PvP bekommen, beziehungsweise jetzt ab Patch 8.1 nochmal eins, was wir über Marken kaufen können. Aber es ist dennoch eins von den neuen Modellen, ja, die quasi nicht sonderlich viele Spieler wahrscheinlich jetzt am Anfang von dem Add-on haben. Die Laufanimation ist auf jeden Fall recht lustig. Es hat nämlich ein bisschen mehr als zwei Beine, sondern insgesamt sechs. Es hackelt eher so ein bisschen rum und wackelt. Und da will man definitiv in das Maul nichts reinstecken an Hand oder irgendwas anderem, weil das sieht so aus, ob das sicher ab ist. Ja? Ist auf jeden Fall ein cooles Mount, hat ein einzigartiges Model und ja, ein schickes Ding. So, jetzt vielleicht mal so ein bisschen zu den Achievements. Ihr müsst das Ganze hier in mythisch machen, in Mythisch plus 0. Ihr könnt es natürlich theoretisch auch in Mythisch plus machen, ist aber wahrscheinlich nicht sinnvoll, was da einfach schwierig ist, wobei manche Sachen wahrscheinlich in Mythisch plus auch gar nicht funktionieren werden. Als kleine Information vorab, es gibt hier ein Achievement, ich glaube das war Berufsschläger, wo ihr in zwei Instanzen rein müsst, und zwar sowohl einmal in das Grundsteiganwesen als auch hier in die Schlacht von Boralos. Und dort müsst ihr bestimmte Mobs mobilisieren, indem ihr Berufe habt. Quasi gibt es da verschiedene Gegenstände, mal ein Webstuhl, da kann ein Schneider mit interagieren, mal irgend so ein Schmiedestein, wo ein Schmied interagieren kann, so ein Inji-Haufen. Also quasi man braucht da jeden Beruf einmal, um den Extra-Boss zu beschwören und der Boss muss getötet werden. Wichtig am Rand ist, wenn ihr eine Gruppe maut, schaut, dass ihr möglichst viele Berufe in der Gruppe habt oder schaut, wenn ihr so mal in die Instanzen geht, dass ihr immer mal wieder fragt, hey, wer hat den und den Beruf, wollen wir den extra Boss nicht mitmachen, ja, der droppt nichts Tolles, der bringt ein bisschen Azerit, ist auch nicht stark oder so, ist quasi einfach nur fürs Achievement da, ja. Ihr könnt auch die Instanzen Mythic plus 0 immer wieder resetten, ne? Von den Bossen kriegt ihr zwar dann nicht kein Loot mehr, aber diese Typen könnt ihr beschwören, also ihr könnt auch jeden reinholen, der quasi euch den Boss beschwört, dann rausgeht und dann mit eurer Gruppe den umhauen, so haben wir das zum Beispiel auch gemacht, ja. Das auf jeden Fall als Tipp, das ist ein Achievement, was ein bisschen nervig ist. So, dann Tipp Nummer 2. Es gibt in der Instanz hier in Ataldazar gibt es zwei Achievements, die sich so ein bisschen beißen. Ja? Für ein Achievement muss man quasi einen Mob übernehmen und bei jedem Boss den Mob am Ende durchcasten lassen. Der frockt nämlich einen und dann muss man den Boss umhauen, während einer gefrockt ist. Das ist quasi der Erfolg bei für dieses eine Achievement. Das muss man bei allen vier Bossen machen. Es gibt natürlich für die anderen Bosse auch noch Erfolge. Und das Endboss-Achievement zusammen mit diesem Frog-Achievement ist ein bisschen nervig, weil bei dem Endboss-Achievement jeder sich außen an so eine Säule hinstellen muss. Und man aber, wenn man dieses Frog-Achievement gleichzeitig macht, theoretisch zusammenstehen müsste, um diesen Frog-Debuff immer wieder weiter spreaden zu lassen, dass man auch ja den Debuff hat, wenn der Boss fällt. Und das ist zusammen echt ätzend. Wir haben das beides zusammen gleichzeitig gemacht. Und es war keine gute Idee. Man kann die Instanz zweimal laufen, wie gesagt, man kann sie einfach resetten, kriegt zwar kein Loot mehr von den Bossen, aber wer will diesen 340er Loot haben? Ja, es geht ja euch wahrscheinlich nur um die Erfolge, deswegen macht die Instanz zweimal. Wir haben so lange beim Endboss rumgemacht, um beide gleichzeitig zu machen, das lohnt sich nicht. Mittlerweile, da ballert man so durch, es ist alles kein Stress. Und den dritten Overall-Tipp, den ich euch geben will, es gibt hier beim, ich meine, zweiten Boss, genau, in hier im Setralis-Tempel ein Achievement, wo man so eine bestimmte Schlangenverwandlung haben
muss, um das Achievement zu bekommen. Und die kriegt man halt dadurch, dass der Boss ein Ei platzen lässt, aus dem Ei eine Schlange kommt. Und wenn man die Schlange tötet, kriegt man quasi diese Verwandlung. Das Problem ist, an das Ei kommt man nur ran, wenn man einen DK hat. Der DK muss das Ei nämlich oben von so einem Skelett runter mit einem Grab runtergrabben. Und zudem braucht man am besten noch einen Hunter, der ein Leuchtfeuer hochschmeißt, weil das Ei, warum auch immer, ist auch noch ein Stealth. Also das ist ein stealthendes Ei, das an der Decke an einem Skelett hängt, was man nicht sieht, weil es unsichtbar ist und nur Runde bekommt durch einen DK. Und das ist ein ziemlich retard-Kombi und da braucht man den DK und einen Hunter für. Man kann es auch so machen, wie wir es gemacht haben. Hat eine Gruppe, nimmt dann, wir hatten einen Hunter in der Gruppe, deswegen mussten wir den nicht auswechseln, aber wir haben dann den DK quasi reingeholt, einer ist rausgegangen, der hat das Ei runtergegrabt, ist dann aus der Instanz wieder raus, der andere Spieler ist wieder rein und man hat dann quasi, das Achievement gemacht. So, das jetzt nur zur groben Erklärung. Alle Achievements im Detail sind wirklich in dieser Playlist drin. Ich habe wirklich zu jedem ein eigenes gemacht und das jetzt aber hier nochmal alles reinzupacken, wird den Rahmen sprengen und es ist auch viel einfacher, sich die rauszusuchen, die man wirklich braucht, als erklärtes Video, als quasi in der Playlist zu gucken, als jetzt hier in einem ellenlangen Video, wenn ich das alles nochmal zusammenschneiden würde. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen sei damit geholfen und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Playlist durchblättern und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mount Guide wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.